Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, meine Freunde, heute gibt es einen neuen 7 Days und zwar, ihr habt es euch gewünscht in den Kommentaren. Ich lese eure Kommentare, ja, keine Sorge. Ja, heute geht es um den Cherry Cola von 7 Days. Ihr könnt da mal die OVP sehen. 200 Gramm, 14,90 €, schnittlich. Ihr kennt es mittlerweile. Mittlerer Schnitt. Geht auf jeden Fall klar. Rot eingefärbt das Ganze. Ready to smoke. Und ja, Freunde, Cherry Cola ist ja so ein Zwiespaltding. Ja? Kann relativ lecker sein, kann aber auch der letzte Rot sein. Wir kommen erstmal zum Geruch. Also es kommt euch auf jeden Fall erstmal eine herbe, süßliche Cola-Note entgegen. Von diesem Wassereis von früher. Falls ich ein Bild finde, blende ich es euch ein. Ansonsten, ich denke mal, ihr kennt das ja. Dieser lange Bubberz hier, wo ihr das rausschieben müsst. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Ja, und diese Kirschnote ist relativ verhalten im Hintergrund. Also wenn ich es mir einbilde, kann man eine Kirsche erahnen. Aber ansonsten ist auf jeden Fall hier im Vordergrund, boom, diese Cola-Note. Herbsüßlich. Ja, und so ein bisschen Kirsche ist noch im Hintergrund. Aber wie gesagt, definitiv diese Cola-Note, boom, im Vordergrund. Ja, Freunde, Setup MIG G36 kombiniert mit der MIG Amur. Hasan Pasha Tonkopf, Hasan Pasha 1.0, 3 Tonko Kocha Goldkohlen und dem Magic Glass Candy Apple Fine Line. Ihr wisst Bescheid. Ja, Freunde, wir kommen mal zum Rauch. Seven Days typisch. Das Ganze raucht wie die übelste Hohle, meine Freunde. Ja. Ringe gehen definitiv auch klar. Ja, Freunde, drückt nicht, kratzt nicht, lässt sich sehr entspannt rauchen. Wie ihr gesehen habt, Ringe gehen definitiv klar. Verträgt sehr viel Hitze, muss ich sagen. Wo ihr spätestens dann merkt, wenn der Tabak an seinem Limit ist, wenn es abartig raucht. Ja, 7 Days raucht allgemein gut, aber wenn es richtig abartig raucht, dann merkt ihr, oh, jetzt vielleicht mal eine Kohle runternehmen. Aber so könnt ihr ja wie ein Pferd ziehen. Ja, da passiert eigentlich gar nichts. Wie gesagt, wenn es mal ein bisschen nach Kohle schmeckt oder wenn es kratzt, so, nehmt einfach eine Kohle runter und dann geht es ganz wieder. Ja, geschmacklich, Freunde, habt ihr am Anfang auch diesen sehr dominanten Cola-Ton, der leicht herb ist, muss ich sagen. Es ist auch eine leichte Süße dabei, aber es ist halt, ja, dieser herbe Cola-Ton von früher, den man von diesem Wassereis, wie gesagt, kennt. Nicht ganz so süß, aber schon sehr dominant, das Ganze. Ja, und diese Kirsche ist relativ verhalten im Hintergrund, genau wie im Geruch. Hätte ich mir jetzt persönlich gewünscht, dass die Kirsche definitiv besser rauszuschmecken ist, weil dieser Cola-Ton überwiegt das Ganze. Ja, das heißt Cherry Cola, also wenn man jetzt ganz akribisch ist und sagt Cherry Cola, Cherry steht vorne, das muss Kirsche am Anfang sein und ein bisschen Cola, dann würde ich hier auf jeden Fall sagen, ist diese Cola-Note viel zu dominant und die Kirsche schmeckt ja so gut wie gar nicht raus. Ja. Also so würde ich sagen, wer wirklich mal einen Cola-Tabak sucht, den man mal probieren will, zieht euch den 7 Days Cherry Cola mal rein, aber erhofft euch nicht ganz so viel von dieser Cherry. Ja. Also die Kirsche ist wirklich, ist ein kleiner Luftpups, der noch hinten dran ist. Ansonsten überwiegt hier wirklich diese Cola-Note, die okay ist, ja. Ich bin kein Cola-Raucher. Der ist jetzt was, wo ich sagen würde, okay, entweder kriegt es ein Kollege oder der bleibt so lange stehen, bis ich den irgendwann mal aufgeraucht habe. Wird auf jeden Fall gar kein Dauerbrenner bei mir werden. Es gibt mal eine bedingte Probierempfehlung von mir, ja. Falls ihr den probiert habt, Cherry Cola von 7 Days, ab in die Comments, meine Freunde, wie er euch geschmeckt hat. Aber ich muss hier sagen, diese Cola-Note ist einfach zu krass, sodass diese Kirschnote gar nicht durchkommen kann, meiner Meinung nach. Ja, mein Freund, und dann soll es auch schon wieder gewesen sein heute. Kurzes, knackiges Ding zum 7 Days Cherry Cola. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid, damit unterstützt ihr mich sehr, sehr krass, meine Freunde. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, euer Shisha Schmidti. Die Scheiße bleibt heute stehen. Peace! We'll be right back.